In diesem Video zeige ich euch drei Builds für den Titan, die ein absoluter Klassiker sind und ein Must-Have, was vor allen Dingen auch Endgame angeht. Hiermit könnt ihr guten Schaden machen, das Team supporten und außerdem Solo-Sachen ziemlich easy abschließen. Außerdem werde ich am Ende des Videos noch die Gewinner der Emblem-Verlosung bekannt geben. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr auf dem Titan auf jeden Fall ready haben solltet an Builds, dann bleibt dran und let's go! Fangen wir zunächst einmal mit dem Klassiker an. Es geht um den Titan. Und zwar nämlich den Arcus-Titan. Dieses Bild ist dafür gedacht, dass wir den maximalen Schaden rausholen können, was zusammen mit dem Donnerkrachen und dem Exo Harnisch der Sternschnuppen möglich ist. Unser Exo Harnisch der Sternschnuppen sorgt nämlich dafür, dass unser Donnerkrachen einen erhöhten Schaden macht. Das sind ungefähr 460.000. Kommt aber auf den Boss an und ob man vom Damage gecapped ist oder nicht oder vom Lichtlevel gecapped ist. Und vor allen Dingen erhalten wir noch ein Überschild, wenn wir ein Ziel treffen. Wobei das echt praktisch ist, wenn wir halt in den Gegner reinkrachen, da ordentlich wieder rauskommen, ohne direkt zu sterben. Schauen wir uns hier beim Arcus-Titan mal an. Wir haben ganz klar den Donnerkrachen dabei. Dann habe ich die Aspekte Berührung des Donners und Knockout drin. Ich habe auch noch die Sturmgranate drin, weil die am meisten Schaden macht. Bei den Fragmenten habe ich Fokus der Magnitude drin, Fokus des Schockes, Fokus der Resistenz und Fokus des Feedbacks. Ich habe geschaut, dass ich hier bei dem Titan auf jeden Fall maximal auf Belastbarkeit gehe und Disziplin. Belastbarkeit ist ganz klar, man hält mehr aus und Disziplin, um meine Granate öfters schmeißen zu können, um auch den Damage ein bisschen mehr erhöhen zu können. Mods habe ich drin, schwere Munitionsfinder, strahlendes Licht und schwere Munitionsspare. Auf den Armen habe ich drin Einschlaginduktion, schwerhändig und Kinetiklader. Der Kinetiklader ist noch ein bisschen wichtig für unsere Waffe, die wir spielen. Auf der Brust habe ich einmal aufgeladen, dass wir einfach eine Rüstungsladung mehr mitnehmen können. Und dann habe ich zum Beispiel zweimal Arcus-Widerstand, aber das ist halt je nachdem, was ihr gerade spielt, solltet ihr das anpassen, was da für Damage erhöht ist. Auf den Beinen habe ich dreimal Solarwoge drin, um den Damage meiner Solarwaffen zu erhöhen. Und auf dem Klassengegenstand habe ich einmal mächtige Anziehung, dann Bomber und Zeitausdehnung, um die Rüstungsladung, die abläuft, etwas länger halten zu können. Wenn wir uns die Waffen anschauen, ich habe die Izanagi natürlich wieder drin, die, wenn ihr den gebündelten Schuss abgebt, einfach innerhalb kürzester Zeit den meisten Damage von den Snipern raushauen kann. Dann habe ich zum Beispiel ein Kalos Mini-Werkzeug noch drin, einfach für einen guten Ad-Clear und vor allen Dingen, damit ich auch damit ein bisschen Damage machen kann, denn auf meinem Apex-Räuber habe ich Wiederaufbau drin und Locken und Wechseln, was ja auch dafür sorgt, dass wenn wir mit den beiden anderen Waffen vorher Damage gemacht haben, auf dem Wechseln wir erhöhten Schaden haben und vor allen Dingen mit Wiederaufbau. Mein Artefakt sieht wie voll aus. Das ist eigentlich bei jedem Bild so, das, was ich gerade spiele. Ich finde die beiden letzten auf jeden Fall am wichtigsten für erhöhten Schaden und vor allen Dingen auch, um Gegner ein bisschen zu debuffen. Die anderen Mods sind einfach nur größtenteils Champion-Mods und Mods, die man halt nach Belieben ändern kann. Das zweite Bild ist ein ziemlicher Klassiker. Es handelt sich hierbei um den Solar-Titan. Als Super habe ich hier drin den Bannenhammer. Man kann aber auch Hammer von Soul drin nehmen. Ist Geschmackssache. Das eine ist, ein guter Ad-Clear. Das andere ist für Bossschaden schon etwas mehr vom Vorteil auf jeden Fall. Als Granate habe ich auf jeden Fall noch die Heilgranate drin, weil ich dieses Bild mehr für Solo-Sachen aufgebaut habe jetzt. Man kann aber auch eine Solargranate reinnehmen, wenn man jetzt damit in Raid unterwegs ist und natürlich dann nicht alleine unterwegs ist. Aspekte habe ich Soul Invictus drin und tosende Flammen. Fragmente habe ich Glut der Fackel, dann werden wir strahlen, wenn wir Gegner mit unserem Hammer treffen. Glut des Imperianers und Glut des Trotzes und dann noch Glut der Asche, um halt länger Schaden über Zeit haben zu können. Hier ist ziemlich das gleiche wie bei dem Bild vorher auch. Ich bin maximal erstmal auf Belastbarkeit und Disziplin gegangen, wobei hier Disziplin halt nicht so vonnöten ist, da wir eh nur die Wiederherstellungsgranate haben und durch den Hammer, den wir schmeißen, auch die ganze Zeit Wiederherstellung und Heilung bekommen und durch die Sonnenflecken auch. Deswegen kann man hier auch schauen, ob man vielleicht eher noch auf Erholung gehen könnte, um halt wirklich sehr schwer zu killen ist. Auf dem Helm habe ich schwere Munitionsfinder, harmonischer Siphon und zugepackt. Auf unseren Exos, die wir spielen, das sind die Syntoseps, habe ich einmal schwerhändig, damit wir viele Sphären aufnehmen können und auch haben, und zweimal Einschlaginduktion, um die Granate einfach nochmal ein bisschen schneller wieder zu bekommen. Syntoseps sorgt hier dafür, dass wir erhöhten Nahkampfschaden haben, wenn wir umzingelt sind. Das heißt, wenn mehr als zwei oder drei Feinde in unserer Nähe sind, rockt biotische Verbesserung, das sehen wir dann unten links und machen damit halt mehr Schaden mit unserer Super oder mit dem Nahkampf. Hier steht jetzt außerdem noch, dass wir Waffenhandhabung und Nachladetempo erhöht haben. Das ist noch nicht drin, das haben die aus Versehen reingepackt, das wird aber wohl kommen. Auf der Brust habe ich Solarwiderstand und Leerewiderstand, kommt halt wieder auf den Content an, den man spielt. Dann habe ich noch Stoßdämpfer, das ist halt noch ein bisschen mehr für Umgebungsschaden, vor allen Dingen halt irgendwelche
blöden Flächen, irgendwelche Granaten von den Gegnern, solche Sachen halt. Da kann man aber auch noch andere Sachen nehmen, wie Nahkampfschadenresistenz oder Scharfschützenresistenz, oder man nimmt noch eine andere Mod hier mit rein und kann dann zum Beispiel Solar-Arkus und Leere reinnehmen. Aber das kann man halt noch anpassen. Auf den Beinen habe ich einmal Rekuperation. Ich liebe dieses Wort. Wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, bekommen wir Gesundheit. Dann stapelweise, wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, bekommen wir direkt zwei Rüstungsaufladungen. Und dann habe ich noch eine Solarwoge drin, einfach damit meine Waffen mit Solar noch ein bisschen mehr Schaden machen. Und hier habe ich auf meinem Klassengegenstand Zertausdehnung wieder, dann Bomber und mächtige Anziehung. Die Waffen, die ich spiele, hier habe ich zum Beispiel das Eisenbanner-Fusionsgewehr, einfach für ein bisschen mehr Schaden. Was man aber auch gut spielen kann, ist zum Beispiel die Springflut wegen Chillclip, um halt Champions zu stunnen und einfach auch die Gegner ein bisschen einzufrieren, und die machen dann weniger Ärger. Dann habe ich noch den Sonnenschuss drin. Das ist halt eine ultimative Ad-Clear-Maschine und ist vor allen Dingen im Solo-Content echt gut zu gebrauchen, macht guten Schaden. Damit kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Und dann habe ich hier Apex-Räuber, auch wieder mit Wiederaufbau, aber mit explosivem Licht diesmal, einfach damit ich einen erhöhten Damage-Boost habe, ohne dass ich vorher mit beiden Waffen Schaden machen musste. Ich kann also mit dieser Waffe einfach direkt drauf schießen, ohne vorher mit den anderen beiden Waffen Schaden machen zu müssen. Das ist für Solo-Content, finde ich, ein bisschen mehr vom Vorteil, als wenn man vorher noch mit den anderen beiden Waffen auf einmal Schaden machen musste. Also mein Empfinden zumindest. Und das Artefakt ist, so wie vorher auch, nicht verändert. Und kommen wir hier zur letzten Sache. Das, was wahrscheinlich gerade jeder spielt, das ist das Strand Titan mit unserem lieben Kriegsbanner. Ich habe hier zum Beispiel das Hangeln drin. Ist einfach auch für ein Ad-Clear ganz nett, wenn man sich irgendwo ranhangeln kann, den Gegner dann mit dem Nahkampf wegmachen kann und hat dann auf jeden Fall diese umfliegenden, zerreißenden Geschosse rumfliegen, die auch noch extra Damage machen. Dann Auf ins Gefecht habe ich als Aspekt drin und halt auch den Kriegsbanner. Hier kann man aber auch ein bisschen rumspielen. Hier kann man zum Beispiel Auf ins Gefecht austauschen gegen eleganter Peitschenhieb und packt dann sich zusätzlich hier zum Beispiel auch noch die Fesselgranate rein, um einfach zwei Möglichkeiten zu haben, die Gegner dann aufhängen zu können. Wenn man zum Beispiel jetzt in einem Spitzenreiter drin ist und jetzt nicht unbedingt reinrennen sollte. Dann Fragmente habe ich drin, Faden der Generierung, Faden der Abwehr, Faden der Wut und Faden des Fortbestands. Hier ist auch wieder das Gleiche, ich bin auf Belastbarkeit und Disziplin gegangen, weil wir den Nahkampf durch den einen Aspekt sehr schnell voll bekommen, wenn wir ja eine geflochtene Panzerung tragen, und die ist eigentlich die ganze Zeit irgendwie bei uns. Deswegen können wir hier auf jeden Fall auf Disziplin gehen. Auf dem Kopf habe ich wieder schwere Munitionsfinder, dann habe ich zugepackt drin und mächtige Freunde. Auf unserem Exo, was wir gerade auch schon hatten, Synthoseps, habe ich schwerhändig dann Granaten-Kickstarter und Einschlaginduktion. Auf der Brust habe ich zwei Widerstandsmods und aufgeladen drin. Aufgeladen ist hier auch nicht unbedingt ein Muss, kann man aber mitnehmen, außer man sagt jetzt, okay, der Damage, den ich gerade kriege, der ist echt zu viel, selbst mit dem Banner packe ich mir lieber drei Solarmods oder so rein. Und auf den Beinen habe ich einmal stapelweise eine Sphäre, zwei Rüstungsladungen, die wir dann bekommen, Rekuperation und Regeneration. Und hier haben wir einmal auf dem Klassengegenstand mächtige Anziehung, Reichweite und Bomber. Die Waffen, die ich hier spiele, sind Traktorkanone, dann habe ich hier noch eine Doppelpunch, Schrotflinte und halt noch das Fusionsgewehr, was ich gerade auch schon hatte, vom Eisenbanner. Denn das Setup spiele ich oft, bei Crota zum Beispiel. Ich bin dann derjenige, der die Oversoul am Ende wegschießt. Und man kann es halt hiermit echt so gut machen, dass man erst die Traktorkanone draufhaut, dann schießt man Doppelpunch, dann macht man den Nahkampf von sich weg, die drei Ladungen. Dann macht man wieder Traktorkanone, geht in die Ulti, macht zwei Schläge, Heavy Schlag, zwei, drei Schläge, Heavy Schlag, zwei, drei Schläge, Heavy Schlag, man ist wieder raus, wieder Traktorkanone. Dann macht man wieder die Doppelpunch, wenn man wieder Nahkampf hat, haut man wieder Nahkampf raus, dann nochmal Doppelpunch, dann gehe ich meistens mit der Hangelgranate auch schon am Anfang des Fights einmal ran, damit auch die zerreißenden Geschosse an Crota rumfliegen. Und dann fängt meistens auch schon an, die Oversoul Ärger zu machen. Dann gehe ich auf das Fusionsgewehr, mache damit Schaden, mache die Oversoul weg. Und allgemein kann ich mit dieser Waffe eigentlich auch noch guten Schaden dann zum Beispiel am Boss machen. Also das ist halt ein gutes Support-Ding, zumal wir mit dem Kriegsbanner den Schwertschaden und den Nahkampfschaden auch noch nicht nur von uns, sondern auch von unseren Verbündeten erhöhen. Noch dazu halt die ganze Zeit so ein Heilungsimpuls kommt, was dafür sorgt, dass man nicht so schnell umfällt. Dann kommen wir jetzt zu den Gewinnern vom letzten Giveaway. Pick a winner. The Reptine. Reptine. Ich weiß aber nicht, wie ich das aussprechen soll. Du hast eins gewonnen. Never Die HD hat auch eins gewonnen. JC Denton hat auch eins gewonnen. Und Marvin 100% Emblemgewinn. Okay. Da hat jemand gut gegambelt, würde ich sagen.
Wenn ihr auf dem Discord von mir seid, könnt ihr mich sehr gerne anschreiben. Dann lasse ich euch die Embleme zukommen. Seid ihr noch nicht auf meinem Discord? Der ist direkt hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und der fünfte in der Reihe, der durch die Kostüme gewonnen hat, ist der liebe Honeydew von den schrecklich schönen Hüterkostümen. Herzlichen Glückwunsch. Und das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.